Duell. Ich habe immer noch Hunger. Bringt mir etwas zu essen. Sorry, Surfer. Aber dir geht's jetzt an den Kragen. Iron Man! Dann nähert sich ein Schiff. Vorsicht! Es eröffnet gleich das Feuer! Tony, bist du okay? Au! Au! Und mehr Au! Diesen kosmischen Steinen werde ich die Welt beherrschen. Aber erst sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird. Einfacher wäre es gewesen, das Brett intakt zu lassen, als du es dir geschnappt hast, anstatt es in tausend Stücke zu zerschießen. Die Avengers sind aufgetaucht. Die machen jeden guten, bösen Plan zunichte. Dein Plan ist immer noch fantastisch. Schlechte Wortwahl, Gott der Lügen und der Streiche. Ich finde ihn eher spektakulär, vielleicht auch überwältigend. Ich habe jeden nur erdenklichen Schurken, Gauner und verwegenen Günstling angeheuert. Sie alle helfen mir beim Bau von Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Den Mund ganz schön vollgenommen, aber gut. Apropos. Ruhe! Wir müssen noch mehr dieser mächtigen kosmischen Steine finden, damit meine Waffe funktioniert. Zu Befehl, Dr. Unheil. Okay, ihr Bullen! Ich lasse diese Macker gehen, sobald sie mir die kosmischen Steine gebracht haben! Warum haben die mich hier nicht zum Aufseher gemacht? Dieser Typ hat doch Sand im Hirn. Mitten im Berufsverkehr im Hauptbahnhof Geisel nehmen? Das nenne ich mal kriminell. Hulk, denk in Zukunft immer daran. Erst gucken, dann springen. Ich weiß, Schurken. Die Shield-Typen glauben, wir müssen uns einen sorgfältigen Angriffsplan ausdenken. Oder wir hauen uns einfach durch nach drin. Guter Plan. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. Was für ein Chaos.
Haben wir in dieser Stadt nicht eben erst aufgeräumt? Vielleicht könntest du es mal mit Hebetechnik probieren. Hulk, denk dran, dass du dich wieder zurückverwandeln kannst, wenn du dich beruhigst. Zeugen am Boden behaupten, Sandmann habe Geiseln im Bahnhof genommen. Wir brauchen was Sprengstoffartiges für diesen Silberlego. Ein Glück habe ich heute früh noch meine Batterien aufgeladen. Ich habe das Gefühl, das wird ein langer Tag. Abomination vorbei, um reinzukommen. Er hat das Auto wie ein Spielzeug durch die Luft gewirbelt. Werner, dies wäre ein guter Zeitpunkt, um böse zu werden. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Ich geh dir zur Hand! Ich hab nämlich zwei davon! Überall ist Sand, aber es wird trotzdem kein Strandspaziergang. Thank you.
mich nicht schlagen. Ich habe bereits gewonnen. Mit links. Als gäbe es eine ungeplante Landung im Hauptterminal. Und Postverspätung. Theke für euch. Mauern nicht gut, halten nur Menschen auseinander. Tiefgründig. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich nächste Woche Beachvolleyball spiele.